Am 31. Juli ging der Horst-Schröder-Pokal, das größte Tennisturnier Schleswig-Holsteins, in die 17. Runde. Auf den Tennisanlagen des TC an der Schönau und der Kaltenkirchener TC ging es um insgesamt 10.000 Euro Preisgeld. Wir haben eigentlich ein relativ großes Angebot, was wir ja im Rahmen des Turniers alles so an Extras machen. Wir haben, der Eventcharakter steht immer im Vordergrund hier bei uns auch, neben dem Tennis natürlich. Das heißt, wir bieten sehr viel an, Physiotherapeuten, wir haben eine Tombola, wir machen T-Shirts für die Spieler. Wir versuchen, dass die Spieler sich eben wohlfühlen, während das Turnier läuft. Wenn sie nicht spielen, auch zwischen den Matches, dass immer was geboten wird. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir eben nicht einfach nur Tennis spielen, sondern den Spielern eben auch ein bisschen mehr noch anbieten können. Das machen wir eigentlich schon seit vielen Jahren so. Ja, für uns als Verband ist es natürlich sehr wichtig, dass hier in dem Verbandsgebiet natürlich tolle Turniere stattfinden, die Tennisspieler ansprechen, die gerne herkommen, die gerne hier spielen, einfach um unsere Turnierlandschaft attraktiv zu halten. Und deswegen ist es so, dass wir seit vielen Jahren eben einer der Unterstützer dieses Turniers sind. Wobei wir natürlich da wirklich sehr stark auf die Hilfe von Björn Kreu als Hauptansprechperson angewiesen sind, der das jedes Jahr hier fantastisch umsetzt. Und man sieht ja auch, die Stimmung ist sensationell. Von daher passt das sehr gut in unser Konzept. Ja, also es gibt noch einige Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Jetzt speziell im August ist es natürlich so, dass es in Norderstedt noch ein Turnier geben wird. Und genauso wird es in Schwartau und in Uetersen Turniere geben. Und die werden ähnlich gut besetzt sein, denke ich. Da teilweise sind es auch Altersklassenturniere, also auch für die älteren Jahrgänge. Aber das wird sicherlich auch nochmal spannend werden in diesem Monat. 4 Tage lang kämpften die Teilnehmer in Kaltenkirchen um den Sieg und es gab Spitzentennis auf höchstem Niveau.